Hallo Freunde vom World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay, und alle Freunde der italienischen Schlachtschiffe werden es jetzt schon erkannt haben, welches Schiff es hier handelt, und für alle anderen haben wir die kleine Plakette hier hinten, damit sie sehen können, oha, oha, das ist keine Lepanto, das ist klar, es ist auch keine Cristoforo Colombo, das sieht man auch an den Geschützen, es könnte eine Marco Polo sein, aber es ist der neueste Abklatsch der italienischen schon im Spiel befindlichen Schlachtschiffe. Ja, ja, Ufficiali pronti. Alle Offiziellen sollen am Start sein. Kommt da noch was? Nein, nein. Das ist die Giuseppe Verdi. Das ist das SAP Sekundär. Ja, molto grazie. Ja, gerne, kein Problem für die Vorstellung. SAP Schlachtschiff. Ja, das im Spiel ist mit hier 9,2 Kilometer Reichweite. Ich glaube, das geht sogar noch ein bisschen mehr. Immer aber gerade ein bisschen unsicher. 9,2 ist doch das, was die Napoli fährt. Kommen wir hier auf 10 Punkt irgendwas? Fehlen da noch die 5% Flagge? Kann das sein? Kommen wir auf irgend... ist nicht so wichtig. Wenn ihr ein garantiert sekundär... ja, Replay, ein sekundär gespieltes Schiff, wie die Giuseppe Verdi, also genau die Giuseppe Verdi sehen möchtet, dann verlinke ich auch am Ende die Review von mir. Da bin ich mit dem Ding gefahren. Da haben wir weit über 100, ich glaube sogar 200 Sekundärartillerie-Treffer gemacht. Oder es war in einem anderen Spiel. Jedenfalls, ich verlinke euch das. Dann könnt ihr sehen, ob die SAP-Munition denn performt oder nicht. Dieses Replay ist eingesendet worden von Tom S. 1995, also unterstrich 1995. Und ich habe es wie immer noch nicht gesehen. Deswegen kann ich es euch nicht versprechen. Ich denke mir mal, weil die Sekundärartillerie ausgebaut worden ist, wird versucht werden, die Sekundärartillerie-Reichweite zu kommen. Und dann wird natürlich zwei Dinge werden passieren. Einerseits werden wir gut Potential Damage tanken, weil die Panzerung dieses Schiffs nicht schlecht ist, wenn man keine Breitseite zeigt. Aber man kann sich nicht so leicht abfarmen, oder man lässt sich nicht so leicht abfarmen mit dem Ding. Und wir sollten guten Schaden mit SAP machen. Wenn ich allerdings die Karte beobachte und da sehe, dass eine Bismarck da ist, eine Kutusov, eine Rhône, also Bismarck-Sek, größer als unsere Sek, gut gepanzert, schwierig, eine Musashi, die uns hier die Leviten liest mit Overmatch, eine Rhône und eine Kutusov, die beide auf eine andere Art und Weise auch gerne mal mit Haie schießen. Die Rhône hat die Pen mit den 203 mm als Deutscher auf jeden Fall mit Haie, und die Kutusov mit... IFA auf Stufe 8 auch, und sie ist lästig mit 4x3. Und dann hat sie noch Torpedos und Smoke. Und dann kommt noch die Bourgogne, ein anderer Feuerteufel, mit dem man nicht unbedingt etwas zu tun haben möchte. Und eine Minotaur, die auch viel Takataka macht und zu einem Überfluss, wenn man dann überhaupt noch etwas überlässt vom Schiff. Dann haben wir noch das Problem, dass eine Brindisi in unseren Aufbauten mit SAP-Farmen geht. Ich denke mir deswegen, dass die Harlem und die Friedrich der Große, die auf dieser Seite relativ alleine sind, gegen das Gros des Gegnerteams sich eher dazu entschließen werden, so wie jetzt auch schon die Giuseppe Verdi anzeigt, das Weite zu suchen. Das ist ein Problem von Sekundärartillerieschiffen. Man kann die investierten Punkte nicht immer zur vollen Entfaltung bringen. Oh, okay, wenn die Minotaur aber so breit zeigt, dann ist es eine andere Geschichte. Ja, die beschleunigt leider sehr, sehr schnell, aber es sieht gut aus. Gib ihm. Ah, zu wenig. Zu wenig. Ja. Also eines ist definitiv, wir werden sehr viel Potential tanken, alleine aufgrund der Tatsache, dass eine Minotaur auf uns schießt. Da ist 30 Sekunden Feuer, ist eine halbe Million. Also mit Feuer meine ich. Taka, 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 taka. Die verholzt nämlich relativ viel, wenn sie nicht gut schießt, und macht auch nicht viel Schaden. Da sind wir auch gleich bei einer halben Million. Problematisch dabei ist, die muss in einem bestimmten Bereich daneben schießen, ansonsten zählt es gar nicht mehr. Und? Ja, Overmatch und eine Pen. Zu viel Overmatch. Ja, wir sind schon auf einer Million, haben erst 4 Minuten 10 Sekunden gespielt. Das gesamte Gegnerteam jodelt hier, also gesamt, weil das Gesamtrelevante von 8 Schiffen, und die gegnerische Marco Polo möchte sich dem noch anschließen, jodelt über diese Flanke. Auf der anderen Seite nur eine Yu Yang, eine Yoshino B, die zu weit nach außen gefahren ist und dann in der Mitte von Minotaur und Petr Pavlovsk abgeschnitten wird und wahrscheinlich rausgenommen wird.
Der Marco Polo wird ein ähnliches Schicksal durch die Saipan und vielleicht die Richelieu, die momentan eher AFK als aggressiv wirkt, beschert werden. Würde ich jetzt einfach mal voraussehend behaupten. Wir versuchen hier angenehmen Schaden zu machen und dabei nicht drauf zu gehen. Angenehm wie so. Da kann man ruhig auch so nochmal draufholzen. Da muss man sich nicht zu schade sein. Wir haben Zimmer von 1.7 und 254 Meter. 254 Meter horizontale Streuung maximal auf 19,12 Kilometer. Da kann man es ruhig mal riskieren und einfach mal hinhalten. Das Schiff bewegt sich nicht so weit. Es gibt hin und wieder das Problem der Perspektive, dass sobald das Schiff zugeht, quasi der Marker hier für 3 cm nach oben rutscht. Aber manchmal passt es auch gut. Selbst wenn das Schiff zu ist und nicht mehr markiert. Wir sind jetzt bei 63.000, das ist quasi der untere Wert, bei dem man in schlechten Gefechten mit einer Giuseppe Verdi aus dem Gefecht gehen kann, sodass es nicht zu fatal ist, vor allem bei Stomp-Gefechten. Man muss sagen, die Harlem und der Friedrich der Große haben zeitlich super reagiert. Fahrtechnisch haben sie die Insel zur letzten Ruhestätte gefunden. Ja. Das ist, glaube ich, die schönste Ausdrucksweise, die einem dazu einfällt, wenn man auf dieser Karte die einzigen zwei Inseln auf der linken Seite, die prominent auf der Karte platziert sind und durchaus sichtbar, also sind und angezeigt werden, mitnimmt, um quasi noch die letzten Überreste der Mannschaften, die noch nicht im Geschützfeuer gestorben sind, zu evakuieren. Ja. Ja, der Friedrich wäre übrigens davon gekommen, wäre er einfach nicht auf die Insel gefahren. Er hätte zwar, also hat härter gelitten, war aber weiter hinten als die Marco Polo, die Giuseppe Verdi hier. Habe ich schon gesagt, wer es eigentlich? Ja, Thomas, habe ich schon gesagt. Es ist. Ich höre auf, darüber zu sprechen. Mir fallen keine Worte mehr ein, um es schön zu reden. Diesen Fehler macht jeder mal. Gott im Himmel, mache ich oft. Mache ich zu oft. Jedes Mal ist einmal zu oft. Aber man kann es verhindern, wenn man auf die Karte schaut. Brindisi meint es auch gut. Aber gut meinen ist nicht gut machen. Gott sei Dank ist sie zugewiesen. Sie können Glück haben, ja, dass es deswegen Drahtpraller gibt, weil es nicht ganz genau zu schießen war. Aber sie dreht jetzt zumindest ein bisschen ein. 16,3 Kilometer mit ein bisschen Geschwindigkeit ist kein Thema. Die Shimakaze hier hat auf jeden Fall ein, ja, vielleicht kein Plus 1, aber ein Dankeschön verdient. Sie will hier nämlich smoken. Ist leider ein bisschen fehlgeschlagen. Aber wir sind jetzt zu. Wir könnten sogar schießen. Wir wissen, wo die Feinde sind. Alles sollte hinter Renze sein. Oben ist alles tot. Auch die Yoshino und die Marco Polo. Ah, Minotaur hat sie rausgenommen und wurde aber immer wieder angeflogen von der Saipan. Wir sollten weit genug entfernt sein durch Feuern im Nebel. Ich glaube, 16 Kilometer sieht man das. Ja, schade. Irgendwas deckt noch auf. Schade. Wir gehen auf 19,3 auf. Ist die Minotaur gewesen? Ja, nein. Ja, ist schwierig. Egal. Wir können das ruhig machen, ansonsten wird nur die Richelieu die ganze Zeit fokussiert. Oben auf Richter Große, Peter Pawlowski und Minotaur sollten jetzt ziemlich zügig Richtung B unterwegs sein. Das gesamte Gegnerteam ist hier bei uns. Das ist ein erdrückendes Sperrfeuer, was hier abgegeben wird. Wir sind bei 2,3 Millionen. Natürlich, wie schon erwähnt, die Minotaur. Die Minotaur trägt den Großteil zum potenziellen Schaden bei, weniger dann. Oh, das ist jetzt schlimm. Nicht schießen, nicht so Breitseite zeigend schießen. Wir haben, wie bei Stufe 9 Lepanto und Marco Polo und Giuseppe Verdi natürlich und Cristoforo Colombo, wenn es mich nicht täuscht, und das kann durchaus vorkommen, leider, aber in diesem Fall denke ich nicht, 25 mm auf der ansonsten am Turtleback angeordneten Zitadellenpanzerung, die quasi Turtleback obsolet machen, weil man overmatcht und dann wird der Winkel nicht gerechnet. Dementsprechend Breitseite zeigen in diesem Schiff führt zu unglücklichen Zitadellen, wo man keine nehmen muss. Schön anwinkeln, schön anwinkeln. Bei Kaliber unter, boah, was sind 25 mm? Unter 380. Boah, was ist jetzt los? Unter 380. Wenn es mich nicht täuscht, ich glaube, sind es 356 mm auch noch. Muss mal nachschauen. Das ist halt etwas, was man ansonsten sehr, sehr selten nur benötigt oder braucht. Deswegen ist es nicht immer im Kopf, zumindest nicht bei mir. Shame. Aber es dürfte, wenn es mich nicht täuscht,
unter 380. Also 380 geht noch drüber und danach soll es kein Zwischenkaliber mehr geben. 356 mm müsste unter 25 mm sein. 24,8 wahrscheinlich. 24,8 schießt mich tot. Deswegen, alles was Schlachtschiffbeschuss ist, ist böse. Alles was unter Schlachtschiffbeschuss ist, ist okay. Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Wobei, 380er gibt es ja auch beim Siegfried. Also, ne, 380 mm. Merkt euch einfach das. Dann ist gut. Das ist, glaube ich, auch einfacher zu merken, als wenn man alle Ausnahmen sich da merken muss. So. Jetzt sind wir bei 130.000 und knapp 3 Millionen. Wie schon erwähnt, Minotaur und Petropavlovsk versuchen wir ein bisschen Druck zu machen. Die Musashi, Captain Vic, hat die Notlage der Situation erkannt und fährt ja, dem Gegnerteam oben nicht unbedingt entgegen, sondern stellt sich hier an die Insel, dass er nicht von allzu vielen beschossen werden kann, sondern von nur von denen, die auch weit genug rausfahren. Das macht er gut, also die Musashi im Gegnerteam, unterstützt natürlich auch vom CV, der leider durch die Minotaur und die Petropavlovsk einen schweren Stand hat als Achter. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Macht's gut, weil er drängt somit die Leute noch ein bisschen raus hier oben und verhindert das Flankieren von Friedrich, Petropavlovsk und Minotaur. Hingegen, Tom ist ein bisschen zu enthusiastisch. Er wird zu 99%, wenn er weiterhin überleben möchte, hinter der Insel wieder rausfahren und jetzt nicht schießen. Auch wenn es sehr verlockend ist. Nicht in irgendeiner Radar, aber das ist die Minotaur hat Smoke gekommen. Aber er will ja noch ein bisschen die Muskeln seiner Sekundärartillerie spielen lassen. 30 Sekunden hat er noch dazu. Oder er fühlt sich jetzt angespornt durch den Einsatz hier, weil man sieht 134.000, die SAP ist gar nicht schlecht. Nein, er rät. Er rät sehr gut. Dann ist super. Oh wow, das ist schon mega verlockend. Ah, ich weiß, wie er sich fühlt. Ich weiß, wie er sich fühlt. Uff. Ja, ich glaube, bevor der Smoke ausgeht, haut er nochmal der Pommern direkt eine rein. Die Porgon ist ein gutes Ziel mit der 32mm Panzerung, ansonsten die Pommern wäre schlechter. Das ist. Oh, schau dir das an. Ja. Er hätte es noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben können. Ja, nur 7000. Indem er noch einen Ticken später geschossen hätte. Also 5 Sekunden später. Au, 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 ja. Ah, und ich hätte, wenn ich eher gewesen wäre, hätte ich hart abgedreht. Also richtig hart hier. Statt zu versuchen, hier reinzukommen. Aber gut. Wenn er es schafft, der Winkel passt. Aber hi, interessiert sich nicht für den Winkel. Schade, schade. Und schaut euch das an. Wir haben knappe 12 Minuten gespielt, 151.000. Ja, es war mit Sicherheit nicht ideal gefahren. Aber es war so gefahren, wie ja, viele von uns eben fahren, inklusive mir. Man sieht den Schaden, man sieht hin und wieder einen glorreichen Move, den man bringen könnte. Und dann geht er halt ein bisschen nach hinten los. Wobei man von 150.000 Schaden an 3,6 Millionen getankt nicht von hinten sprechen kann in dieser schwierigen Startsituation. Müsst ihr euch immer vor Augen führen, ja. Ein anderer Spieler wäre wahrscheinlich gar nicht nach A gefahren, als er gesehen hat, dass nur zwei Schiffe da sind. Was wäre dann passiert? Die anderen zwei Schiffe wären auch nach B gefahren. Das Gros des Teams wäre viel, viel schneller als das Gegnerteam. Um A rumgefahren, hätte uns dann in die Zangen genommen. Bis wir oben rumgekommen wären, hätten die sich schon wieder anders positioniert. Und die ganze Geschichte hätte anders ausgesehen. Dieses liebe Was-wäre-wenn-gewesen. Dementsprechend, er ist nach A gefahren. Dort haben sie sehr, sehr lange durchgehalten. Sie hätten länger durchgehalten, wenn sie nicht auf diese dämliche Insel hier unten aufgefahren wären. In I3 beim besten Willen. Und er hätte sogar noch ein bisschen länger überlebt und mehr Schaden gemacht, wäre er nicht direkt reingefahren. Sondern hätte es noch ein bisschen abgewartet, noch ein bisschen angewinkelt. Ist schwierig mit Hai, ja, ich weiß. Aber das wäre noch gelaufen. Hätte vielleicht 180.000 oder 190.000 noch gemacht. Der Damage ist da. Und selbst wenn er hier diesen Move überlebt hätte, da oben gibt es nichts mehr für ihn. Minotaur ist weg. Die Kutuzov, bis er rauskommt, ist weg. Es wäre zu spät gewesen. Ihr seht, wie kurz das Team hier noch überlebt hat, das ihn erledigt hat, also das Gegnerteam, wie lange er es überlebt hätte, quasi das Gegnerteam hier, hätte sich nicht bezahlt gemacht. Dementsprechend wollte er noch ein bisschen die Sekundärartillerie einsetzen, wo wir schon zu Beginn dann gesehen haben, dass das diese Runde sehr, sehr schwierig wird. Interessant wäre noch zu wissen, wie viele Punkte er, wie viele Module er investiert hat für, naja, theoretisch für die Cuts. Werden wir aber sehen im Endscreen. Das ist etwas, sagen wir so,
Es werden immer Schiffe gefahren, die den höchstmöglichen Schadensoutput in kürzester Zeit generieren, wenn möglich. Es sind entweder Schiffe mit hohem Alpha, genauen Geschützen oder schnellen Geschützen, also kurzer Nachladezeit und so weiter. Und die besten Spieler wählen immer die besten Schiffe, weil man damit sich die besten Ergebnisse erzielen lassen. Und das potenziert sich dann natürlich zu unglaublichen Gefechten mit unglaublichem Schaden. Allerdings, Hut ab vor all jenen, die nicht die besten Schiffe wählen und dadurch dann mit denen dann dennoch außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Am besten auch mit solchen Sekundärartillerieschiffen, deren Einsatz oder zum Einsatz zu bringen, die Sekundärartillerie, bei weitem eine höhere Profession benötigt als mit einem x-beliebigen Reichweitenschiff vom Team profitierend, das es scoutet und sich vorne vielleicht ein bisschen aufreibt im richtigen Maß, sodass man selbst dann noch in der zweiten Hälfte des Gefechts, ohne groß Trefferpunkte eingebüßt zu haben, nach vorne fahren kann, um sich den Schaden, der von anderen Spielern rausgespielt worden ist, und auch über die Zeit, die quasi ihr hin und wieder YOLO reinjodeln oder auch das Opfer noch gebracht hat, was die Punkte betrifft. Gut, wir gehen jetzt zum Endscreen, oder? Wir warten noch kurz die zwei Salben ab, oder vielleicht macht das auch die Saipan hier. Könnten nicht schlecht aussehen, die A10er-Flugzeuge und die Kutuzov, ja, sehr gut. Und wenn euch diese Art der Kommentation gefällt, dann seid nicht scheu, lasst ein Abo da. Es kommen immer wieder solche Videos und weitaus mehr. Geht auch auf Twitch unter Andre Prime, da findet ihr mich. Oder öffnet einfach das Info-Panel und dann ist der Link auch dort drin. 151.000, ein überdurchschnittliches Gefecht, sehr gut. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, erster Platz, das ist jetzt nicht mit 2.181 Punkten, ist natürlich, was hat uns der ausführliche Bericht zu sagen? Ah, wir haben hier einmal SEC, 59 Treffer. Für 59 Treffer haben wir 12.000 Schaden bekommen. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Schlecht ist nur die Trefferanzahl mit 328. Das ist quasi ein Fünftel. 20%. Ja. Schön wäre mehr, aber vielleicht sehen wir das jetzt, was passiert. Wir haben nur AP geschossen, das ist natürlich klar, 3,6 Millionen gedenkt, nur 12 Minuten im Gefecht gewesen. Das Gesamtgefecht hat knapp 3 Minuten länger gedauert, das ist jetzt auch nicht so extrem. Dann schauen wir mal, wir haben Hauptartillerie-Nachladezeit, wir haben, das fehlt, wir haben hier keine Sekundärartillerie-Skillung. Hier könnte man noch auf SEC gehen, dann kommen wir drüber, schau mal. Und hier könnte man dann natürlich auch noch, also was ich meine, um es hier einzusetzen, ist glasklar Secondary Battery Modification 1. Das ist hier auf dem dritten Slot die Möglichkeit anstelle der höheren Genauigkeit. Und natürlich Auxiliary Armaments Modification plus 100% für die Secondary und für die Anti-Air Überlebens, also für die Mounts. So Überlebensfähigkeit, das ist immens wichtig. Oder die zwei haben wir ja nicht. Die finde ich sogar günstiger, als wenn wir einen Kapitän drauf skillen. Und der Kapitän ist interessanterweise auf Sekundärartillerie und auf ein bisschen Schadensbegrenzung geskillt mit Concealment. Interessant. Ist irgendwo nichts Ganzes, nichts Halbes, aber jeder, wie er möchte, der kann es so über... Kann er so machen, wie er möchte. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen lieben Dank fürs Einsenden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.